Hallo, in diesem kurzen Filmchen würde ich Ihnen ganz gerne etwas sehr Praktisches zeigen, was ich gerade bei mir installiert habe. Und zwar ein altes Plugin eigentlich, ein Gratis-Plugin für Cinema 4D, was es Ihnen erlaubt, ein Objekt sozusagen alleine darstellen zu lassen, wenn Sie es bearbeiten wollen. Ich klicke mal hier auf das Dach von dieser Nationalgalerie. Und jetzt wird sie ausgewählt und jetzt gibt es hier oben so einen kleinen Button, der heißt Solo-Button. Und wenn ich den jetzt anklicke, dann wird dieses Dach alleine dargestellt. Ja, man sieht dann hier in der Objekthierarchie, dass alles auf unsichtbar geschaltet wird, außer dieses Dach, was ich gerade angeklickt habe. Wenn ich das Ganze rückgängig machen will, klicke ich auf den Button daneben, Solo Button turned off, und ich sehe wieder alles. Das ist natürlich tierisch praktisch, ich brauche also nicht ständig hier rumklicken und irgendwas aus- und einblenden. Das Ganze geht wesentlich schneller. Man kann sich dafür auch Kurzbefehle anlegen. Ich habe das jetzt erstmal nicht gemacht, weil so oft braucht man es jetzt ja gerade auch wieder nicht, aber. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass man die Kurzbefehle wieder vergisst, wenn man es nicht oft genug macht. Deswegen habe ich es hier oben. Ich will Ihnen nur noch ganz kurz zeigen, wo Sie das Ganze finden. Das ist im Internet unter forcedimension.jp. Man kann auch einfach als Suchbegriff eingeben Cinema 4D Solo Button. Und dann findet man das. Das ist eine japanische Seite. Man kann es runterladen. Einfach hier draufklicken. Solo Button Zip. Das Ganze landet dann im Download-Ordner, wo auch immer, auf Ihrer Festplatte und dann packen Sie es in den Programmordner Maxon Cinema 4D R13 in meinem Fall. Und da gibt es immer einen Ordner Plugins, das wissen Sie wahrscheinlich schon, und dort kopieren Sie das Ding einfach rein. Das ist also hier so ein Ordner, in dem dann allerhand drin ist. Das kann Ihnen auch egal sein, und dann starten Sie Cinema 4D halt neu und dann können Sie diesen Befehl zunächst einmal im Plugin-Menü finden. Da ist es. Und das sind die beiden wichtigsten Befehle, sind Solo-Button und Solo-Button-Turn-Off. Also damit macht man es sozusagen, blendet man alles aus, was nicht selektiert ist, und hiermit blendet man alles wieder ein, was vorher was vorher ausgeblendet wurde. Und genau diese beiden Befehle habe ich jetzt zu kleinen Buttons gemacht. Ich zeige Ihnen auch, wie ich das gemacht habe. Auf die Gefahr, dass Sie das schon wissen. Rechte Maustaste in das obere Menü. Überhaupt sehen Sie ja, dass ich das hier ganz individuell gestaltet habe. Wir sehen auch gleich, wie das geht. Also mit Control-Taste da draufklicken oder rechte Maustaste und dann gibt es hier diesen Befehl Customize Palettes oder Paletten anpassen. Bin gerade in der englischen Fassung hier. Und dann sehen Sie schon, da sind diese komischen Striche auf einmal. Das heißt, Sie können jetzt hier Befehle aus dieser ganzen tierisch großen Befehlsliste von Cinema 4D, die auch alle Befehle der installierten Plugins enthält, rausziehen und da oben hin. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel hier Set Playback Rate to irgendwas und ziehe das hier hin. Jetzt haben Sie hier sozusagen den Befehl als Button in Ihrer Menüleiste. Wenn Sie dann doppelt draufklicken, verschwindet das Ding wieder. Sie können sich auch Group Separators und Icon Separators dazwischen ziehen, sodass Sie also kleine Abstände haben. Sie sehen hier, dass ich so Abstände habe, damit es nicht ganz so unordentlich aussieht. Und das können Sie auch noch machen. Und noch ein kleiner Hinweis: Wenn Sie was suchen in dieser extrem langen Liste von Befehlen, tippen Sie einfach hier den Suchbegriff ein und bei Solo erscheint dann schon der Solo-Button. Da ist er. Den habe ich dann dahin gezogen. Und da sehen Sie auch Solo Button Turn Off, sodass Sie den auch dahin ziehen können. Also diese Suchfunktion ist extrem leistungsfähig und auf diese Weise kriegt man das dann da rein. Ich habe übrigens in meinem Fall hier die Icon-Größe auf Mittel gestellt. Ich hatte mal eine Zeit, da war ich, wollte ich so cool sein, dass ich das auf ganz klein gestellt habe, aber das ist dann wirklich ein bisschen sehr klein. Und deswegen habe ich es auf Mittel gestellt. Das finde ich eigentlich ganz gut, aber das ist natürlich Geschmackssache. Gut, das wollte ich Ihnen nur kurz zeigen. Also Solo Button ist richtig praktisch und Sie können damit ganz schnell Sachen ein- und ausblenden. Okay, das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.